Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Lindner Lindrack 130 Edit in der Version 1.0. Der Mod hat eine Größe von 12 MB. Hier soll wohl ein bisschen was in der Farbkonfiguration gemacht worden sein, also Farbanpassungen. Und er soll wohl Multiplayer-tauglich sein, steht hier zumindest in der Anleitung drin. Wir gehen jetzt aber trotzdem aufs komplette Fahrzeug ein. Wie gesagt, so sieht er aus. Wir hüpfen auch gleich in die Konfiguration rein. Genau. So sieht er, wie gesagt, aus. Ich habe ihn diesmal in Blau genommen. Ich denke, doch eine ganz feine Sache hier. Bei den Mods ist er in den kleinen Traktoren zu finden. Ganz hinten natürlich, ne? So sieht er aus. Denn die Sachen gehen hier zum Einstellen. Kommt hier mit 136 PS daher, stufenlos im Getriebe, 120 Liter Sprit und 50 km/h kann er wohl fahren. Und wie gesagt, so sieht er dann auch aus. So, Reifen haben wir mit Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, Fredestein, Trelleborg. Trelleborg mit Standard, Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Fleckebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Standard. Mit Michelin, Standard, Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Standard. Continental mit Standardreifen, Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Standard. Mitas mit Standardreifen, mit Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Standard. Fredestein mit Standardreifen, mit Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Standard. Und wieder die Trelleborg. Frontlader geht mit Quicke, Hauer oder keinen. Die Hauptfarbe habt ihr jetzt ein paar Möglichkeiten hier, dementsprechend ihr euch was rauszusuchen. Ich klicke jetzt alles mal kurz durch, dass ihr das alles mal gesehen habt, wie das alles aussehen könnte. Na? Den blauen haben wir ja schon. Und dann noch den gelben. So. Designfarbe ist die Schnauze da vorne. Die könnt ihr auch noch variieren. Ne? So. Oder macht das auch in gelb. Oder halt einfach in schwarz. Oder in grau. Oder je nachdem, was ihr halt wollt. Felgenfarbe. Habt ihr auch wieder mehr Auswahl. Und könnt einen richtig schönen bunten Traktor hingestalten. Genau. Kennzeichen könnt ihr auch hinmachen. Vorne und hinten, also hier eins und dann da hinten das andere. Ja, ich habe da schon einen gekauft. So sieht er jetzt, wie gesagt, in Blau aus. Wir hüpfen rein in die Kiste. Innen drin kann man dann nicht wirklich viel machen. Spiegel funktionieren, wollte ich jetzt gleich mal sagen. Ja, so sieht er, wie gesagt, aus. Die Hupe, Standardhupe. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal die Kiste an. Dreht sich hier auch den Schalter hier. Ja, gehen wir hier ein Stückchen zurück. Ja, das funktioniert hier soweit. Schläuche sind auch drin. Belastung funktioniert auch. Ob er auf dem Feld es auch bewerkstelligen könnte, weiß ich jetzt nicht natürlich. Ne? Und ja, so. Auch hier der Frontlader funktioniert. Noch ein Frontgewicht. Ich sehe sowas schon als Hoftraktor. Ne? Ihr könnt auch hier noch an der Lenkung was einstellen. Die Lenkung ist relativ langsam. Zeige ich euch gleich noch. Genau, das funktioniert hier auch. Sehr schön. Tagverlechter hat er übrigens auch noch. Ihr könnt auch hier noch diese Lenkmodus noch verändern. Na, mit Hundegang links, Hundegang rechts, Allradlenkung, da könnt ihr praktisch mit beiden Reifen, ne, ihr seid hier, na, könnt ihr hinter machen oder ihr könnt wieder ganz normal fahren mit der Vorderradlenkung. Ne. Man muss sagen, er ist ein bisschen langsam, was die Lenkung angeht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht.
Naja, für 53, das hört sich ja schon mal ganz gut an, der kleine hier. Als Hoftraktor top und für kleinere Betriebe auf jeden Fall ganz gut geeignet. Von den Füßen her, man hört hier geht's getreten, ne? Ich sag's euch jetzt bloß, weil ich den noch nicht wirklich oft hier drin hatte, wenn ich überhaupt schon einen drin hatte. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich schon an der Vorstellung schon einen hatte von den kleinen hier. Also von dem her, ja, sehr schön. Na, lenken soll ich vielleicht auch noch, ne? So. Dann schauen wir mal. Okay, gehen wir mal rein. Und ihr seht hier allerdings auch, leider, wir haben hier Fehler drin, na, bezüglich dem Sound. Na. Wiederholt sich halt laufend leider. Ich habe jetzt auch bloß mit reingenommen, dass ich, weil so selten einer da ist. Gehen mal kurz in die Nacht rein. Einmal Licht. Und ihr seht auch hier der Streifen da oben. Zweimal Licht. Auch Kennzeichenbeleuchtung ist am Start. Dreimal Licht da vorne noch ein bisschen was. Viermal Licht wieder alles aus hier drin. Gehen auch noch ein paar Knöpfe an. Ja, ja. Stimmt soweit. Sehr schön. Ja. Gut, dann, wie gesagt, bis auf die Fehler hier, kann man eigentlich nicht wirklich viel was falsch machen bei ihm. Da müsste man halt nochmal nachbessern, was die Errors hier angeht. Dann würde ich sagen, doch eine feine Sache. Ja, wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr ihn runterladen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.